Kids Run for Kids ist die größte Kinderlaufserie in Wien. Dieses Jahr geht es bereits in die 11. Runde. Was motiviert die Initiatorin Brigitte Edelhauser zu diesem Projekt? Also mein Anliegen ist immer schon gewesen, Kinder zur Bewegung zu animieren, zu einem gesunden Lebensstil und dass sie schon von klein auf anfangen, regelmäßig zu trainieren. Das Motto lautet: Laufen für einen guten Zweck. Naja, es sind jetzt immerhin 22.000 Volksschulkinder, die laufen in vielen Bezirken. Es sind ja immer Bezirksläufe und das Ziel ist, dass Kinder nicht nur für den guten Zweck laufen, sondern auch für sich selber Laufen zur Alltäglichkeit wird. Wie das Geld seinen Weg zu den bedürftigen Kindern findet, erklärt Erwin Rossmann vom SOS Kinderdorf. Die Schulen bzw. die Schulklassen melden sich zum Lauf an und für jedes Kind wird ein Nenngeld von 2 Euro bezahlt und dieses Nenngeld geht 1:1 an die begünstigte Organisation, die das Geld dann verwenden darf. Das Geld wird beispielsweise für die Einrichtung von Kinderzimmern oder für die Durchführung von Sommerprojekten verwendet. Aber auch bei Kids Run for Kids läuft das ohne ehrenamtliche Unterstützung und Sponsoren nicht. Ich mache das jetzt schon das 11. Jahr ganz ehrenamtlich. Ich komme aus der Schule, ich war selbst Volksschullehrerin. Na, ohne vor allem die Firma Ströck und die vielen Sponsoren ging es in diesem Fall nicht. Trotz des karitativen Gedankens darf der Spaß dabei nicht fehlen. Es macht Spaß, aber nur ich kann nicht so gut laufen, aber ich werde das trotzdem machen für die Kinder. Ich finde, Bewegung muss auf jeden Fall Spaß machen. Also es bringt nichts, einem Kind etwas zu sagen, du musst das jetzt unbedingt machen. Sehr. Wir freuen uns schon drauf. Ja, das wird sicher sehr toll. Wir haben schon viel geübt. Nein, ja, wir haben eigentlich schon relativ geübt und jetzt müssen wir nur noch gewinnen. Vorbereitung ist alles. Wir tun beim Turnen immer, tun wir Bänke aufstellen, dann müssen wir immer Runden rennen. Profischwimmerin Mirna Jukic gibt den Kids mit auf den Weg. Egal, ob sie schwimmen gehen, laufen, Radfahren, wurscht was, Hauptsache sie bleiben am Ball und bleiben in Bewegung.